Grüß dich, Max. Also Fedderdöner steht wirklich für Qualität. Er macht zwei verschiedene Brotsorten. Er steckt ca. 400 Kilo Fleisch jeden Tag, bratet das auf offenes Feuer. Einfach nur pure Liebe. Moin Max, der erste Gedanke, wenn ich an Ferha denke, ist, dieser Döner macht selbst eine Zwiebel zu Gold. Jede Komponente aufeinander abgestimmt und das beste Fleisch, was ich je gegessen habe. Bro, Ferhas Döner machen viele Sachen besonders. Aber die Hauptsache ist, dass die wichtigste Sache nicht in Vergessenheit geraten ist. Nämlich der Spieß, in dem so viel Liebe und Detail steckt, wie nirgends sonst. Freunde, die Foodblogger auf YouTube sind sich einig, hinter mir ist der beste Döner der Welt. So, das kann ich so sagen, weil Holle es sagt, weil Lukas es sagt, weil Charo es sagt. Ich will mich einfach davon überzeugen. Ich muss eigentlich gar nicht irgendwas groß erzählen. Ich will einfach nur wissen, wie geil ist dieser Döner hier eigentlich wirklich. Und Lukas war so nett, uns ein Intro zu geben. Ferhat weiß Bescheid, wir gehen jetzt rein und dann gucken wir uns einfach alles einmal an. Ich habe mir extra wenig dazu angeschaut, um mich komplett überraschen zu lassen. Ich freue mich sehr darauf. Der erste Blick hier rein auf den Dönerspieß ist schon Endstufe. Der Geruch alleine. Der Geruch. Ganz, ganz krank. Freut mich sehr. Ist mir eine Ehre. Hi Max. Hey. Freut mich sehr. Was dürfen wir heute erwarten? Ich erwarte, weil es die ganzen Jungs sagen, Lukas, Charo, Holle, den besten Döner der Welt. Ja. Würdest du es selbst auch sagen? Ja. Okay. Also ich versuche das so zu machen, so gut wie möglich. Ja, klar, verstehe ich. Wenn man reinschaut, dann lässt das schon wirklich ganz viel erwarten. Ihr grillt mit Holzkohle? Holz. Ihr backt euer Brot selbst? Ja. Ihr macht die Spieße selbst? Ja. Die Form vom Spieß ist auch von euch? Ja, natürlich. Ich fand, wenn du so siehst, es ist von A bis Z alles durchgedacht. Es hat alles einen Grund. Geil. Dass das Spieß sich nicht trennt aus einem Grund, ja. Dahinter brennt das Holz, ja. Ist gestärkt das Feuer und das Fleisch berührt das Feuer und versickelt das und ist das durchgegrillt. Ja. Also dass dieses durchgegrillte Teil sieht das Fleisch nicht noch einmal. Ich bin wirklich schon innerlich, ich bin schon am Strahlen. Ich freue mich schon sehr. Was das macht mit dem Produkt, mit dem Döner, den ja wirklich jeder liebt, den jeder mag, das werde ich jetzt, glaube ich, selbst erleben. Wenn ihr wollt, kann ich auch das Brot zeigen. Ja, unbedingt, gerne. Ja? Gucken wir uns das Brot an. Also, wenn man das Normale betrachtet, sieht man ganz normales Brot. Sieht ihr diese kleine... Ja, die Krusten, so diese Blättchen. Das nennt man Fenster, ja? Ja. Also von außen ist das so dünn, ja? Kannst du das sehen? Ja, total. Extrem. Also von außen ist das knusprig, ja? Ja. Und wenn in der Mitte aufschneidest, ja? Oh, wie Milchbrötchen fast, ja, so ein bisschen. Ja, ja, aber das zu machen ist schwer. Ja, das glaube ich gerne. Dafür brauchst du viel Zeit. Man merkt, viel Geduld. Man merkt auch, wenn du drüber sprichst, dass du stolz darauf bist. Und ich glaube, du kannst es auch absolut sein. Ja, ja. Also, was du gerade gesagt hast, dass du dich schwer tust, weitere Standorte zu eröffnen, das zeigt, dass es wirklich ja einfach nur aus Passion, aus Liebe ist. Genau. Mit dem ganzen Zulauf, mit der ganzen Werbung, die auch die anderen Jungs schon gemacht haben, könntest du ja eine Kette. Ja, aber mir geht es nicht ums Geld, ja? Mir geht es niemals ums Geld. Ich will es jedem zeigen, gutes Essen brauchst du die natürlichen Zutaten. Ja. Jeder Gastronom, wenn wir, ihr kommt aus Deutschland, ja? Ja, in Deutschland gibt es wie viele Gastronomen? Hunderttausende von Gastronomen, ja? Jeder verkauft das auf Millionen an Kunden, ja? Und es muss ehrlich sein, es muss wirklich natürliches Essen sein. Das möchte ich hier zeigen und ich möchte, dass man mir nachmacht. Ja. Ich könnte dir stundenlang zuhören, ich will aber deine Zeit gar nicht weiter in Anspruch nehmen und ich will vor allem den Döner essen. Ali habe ich gehört, ne? Das war's eigentlich. Und genau so würdest du den machen? Ja, so gehört sich, mehr nicht. Endstufe? Also die Mädels haben schon probiert, Endstufe habe ich gerade gehört und die haben mit Soße genommen. Ich bin wirklich, ich bin sehr, sehr gespannt. Du weißt gar nicht, wie gespannt ich bin. Ich weiß, gerade fühle ich mich noch nicht mal so bereit, da jetzt reinzubeißen. Vor allem nicht nach dem Intro. Genau, ich glaube, es gibt nur einen Weg herauszufinden, wie gut dieser Döner ist. Los geht's.
Wie kann das so saftig sein? Es ist wirklich einfach nur, also, erster Punkt, Ferhat meinte, wenn man reinbeißt, muss es knuspern und es knuspert. Wirklich, das ist so dieses Knuspern, was schon so Spaß macht. Das ist das Knuspern, was du hast, wenn du Chips isst, wenn du so richtig knusprig frittierte Pommes isst. Das ist einfach so ein Ding, so, es macht jetzt schon Spaß, den zu essen. Und checkst du, dass das so knuspert, ohne dass es vorher nochmal in so einen Kontaktgrill reingelegt wurde oder so? Auch ohne zu bröseln. Und es ist einfach perfekt. Und das ist nur der erste, das ist nur der Fun-Aspekt. Aber so das Fleisch hat so eine Würze, so eine Konsistenz. Ich zähle nochmal ganz kurz auf. Rindfleisch 100%, Salat, Tomate, Zwiebel und ein ganz bisschen Petersilie. Mehr ist da nicht drin. Das ist krass. Wie ist der Grilled Flavor? Mm. Wir waren gerade beide da vorne. Es ist verdammt heiß. Wirklich, der Geschmack vom Fleisch ist Geschmack vom Fleisch. Und das klingt vielleicht witzig, aber du kennst das nicht von Döner. Das Fleisch so präsent, so definiert, so nach Fleisch schmeckt. So, weil du hast häufig auf Grillspießen wahrscheinlich nicht die Qualität, also hast du nicht die Qualität, die du hier hast. Vor allen Dingen bei uns wird absolut ja auch 90% nur Kalb oder Lamm verwendet. Wann wird mal 100% Rindfleisch verwendet bei uns? Ja. Visibility auch, so geil. Weißt du, was ich jetzt eigentlich sagen würde? Ich würde sagen, dass es so anders gedacht ist, so von A bis Z anders gedacht. Aber Ferhat hat ja selbst gesagt, es wurde sich viel mehr so an die Ursprünge zurückerinnert. Isst du gerade das erste Mal das Fleisch? Das ist krank, ne? Das Steak-Qualität. Das hat wirklich Steak-Qualität. Das schmeckt wie wenn ich mir ein Entrecot grill. Du hast Spaß beim Essen, du hast einen wahnsinnig besonderen Geschmack, einen wahnsinnig guten Geschmack und, das weiß ich jetzt selbst noch nicht, das habe ich nur erzählt bekommen, du fühlst dich danach voraussichtlich auch noch gut. Ja, weil jetzt mal ganz ehrlich, was soll daran dir nicht gut tun? Du hast keine fettige Joghurtsoße, du hast da keinen Scheiß drin, auf gut Deutsch gesagt. Hm. Jetzt mal ernst, was ist daran scheiße? Das ist eine Frechheit, das zu fragen. Nichts. Ja. Dieses Wort darfst du hier drin nicht benutzen, das ja ist ein Respektlosigkeit dem Döner gegenüber. Ich will ihn jetzt einfach weiter essen. Ja, beiß einfach nochmal so zwei, drei Mal rein, genieß es einfach. Die Gastfreundschaft ist natürlich auch eine große Rolle. Nee, wirklich, wir wurden so lieb empfangen hier. Genieß hier mal ein bisschen für dich. Ja, muss ich machen. Und gerade eben, Ferhat meinte, drei mit Soße, drei ohne Soße. Ich so, nee, so viel können wir nicht essen. Ich will nur noch das essen den ganzen Tag. Nee. Das kann nicht sein. Ihr seid doch gerade. Wir sind vor 5 Minuten angekommen, Liam. Ja, ich will den Döner auch probieren. Du darfst auch nicht zu viel hören, weil es ist schon, also wirklich. Ist krass. Okay. Du weißt nicht. Okay. Du weißt nicht. Ich bin jetzt neben Rob. Ihr könnt leider nicht sehen, wie Robs Reaktion ist. Dann kommt dein Video, dauert vielleicht noch ein bisschen. Ende nächster Woche. Ja. Dann könnt ihr es sehen. Ich werde es jetzt schon sehen, aber den Moment vom Reinbeißen will ich mir ja auf jeden Fall noch angucken. Ich bin zu aufgeregt. Okay, let's go. Oh. Geil, okay, komm. Leute. Finito. Es ist Feierabend. 2 Stück gegessen und es stimmt. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie sehr es stimmt, dass du dich nach dem Essen fresher fühlst als davor. Du fühlst dich nicht satt, du fühlst dich nicht erschlagen. Es ist einfach Qualität und es schmeckt so gut. Vor allen Dingen nicht nur so körperlich, sondern auch so seelisch. Checkst du? Ja, für uns vor allem, weil wir jetzt diese tolle Erfahrung hatten. Ihr habt es ja auch mitbekommen. Zumindest den Aspekt solltet ihr auch gut übermittelt bekommen haben, wie viel dahinter steckt, so was das für eine Passion ist und so. Das hat uns wirklich die ganze Zeit über, Eric und ich haben drüber gesprochen, an den Francesco erinnert, an den Pizza-Weltmeister Francesco Jalazzo, weil der hat genauso eine stolz geschwollene Brust, der ist genauso stolz auf sein Produkt, der weiß, was er gut macht, der brennt dafür und das Leuchten im Auge. Genau, er weiß, ich zeige gerade etwas so, wofür ich stehe, so, weißt du, das ist einfach krass. Also, es lohnt sich hierfür nach Wien zu kommen. So, man muss gar nichts anderes anschauen. Feierabend. Geil. Richtig gut.